Mit dem vertrauten Gefühl der Ahnungslosigkeit darüber, wo ich jetzt schon wieder gelandet war, wachte ich, über dem Boden hängend, in einem kleinen, dunklen Raum auf. Die Wände waren mit Regalen voller Reinigungsmittel, Papierprodukten und Konserven vollgestellt. Als ich versuchte, mich aufzurichten, zitterte und bewegte sich die Welt unter mir und es dauerte ein, zwei Versuche, bis ich merkte, dass ich von einer Hängematte aus geflochtenen Seilen festgehalten wurde. »Bist du wach?«, fragte eine Stimme zu meiner Rechten. Ich drehte mich um und sah den Tankstellenangestellten von vorhin, Jerry, der auf einer Milchkiste saß und mich anlächelte. Ich versuchte, mich aufzurichten, aber ein Schmerz schoss durch mein Bein wie ein Stromschlag und ich fiel zurück in die Hängematte. Wo bin ich? Was ist passiert? Hast du meine Nägel lackiert?« Ich betrachtete den roten Nagellack auf meiner rechten Hand und sah dann zu Jerry. »Gefällt es dir?« »Nein.« »Okay, verständlich. Du bist sowieso mehr ein Feuerwehrauto als ein Kirschrot-Typ. Aber ich dachte mir, ich riskier's.« Ich betrachtete die Quelle des Schmerzes, mein Bein, und sah, dass ein Pseudoverband bestehend aus Panzertape fest um mein Hosenbein gewickelt war. Dann kam die bizarre Erinnerung zurück, die in einem David Lynch-esken Fiebertraum nicht fehl am Platz gewesen wäre. Ich streckte die Hand aus, packte Jerry am Kragen seines Hemdes und zog ihn dicht an mich heran. »Ich muss mit dem Sheriff sprechen. Sofort.« Der Mann im Bärenkostüm stand dort auf der anderen Seite der Lichtung und drehte seine Arme und Beine in einem bizarren Tanz, ganz wie ein Teenager auf PCP in der Disco, und sah sich gelegentlich in meine Richtung um sicherzustellen, dass ich ihm noch zusah. Ich fing langsam an, mich zurückzuziehen, setzte einen Fuß hinter den anderen und vergrößerte vorsichtig die Distanz zwischen uns. Ich wollte mein Glück nicht noch auf die Probe stellen. Wenn ich es zu meinem Auto schaffen würde, könnte ich den Sheriff anrufen und ihm all seine Deputies und eine extra große Zwangsjacke schicken lassen. Dieser Plan verlangte aber, dass ich es zunächst einmal wieder zu meinem Auto schaffen würde. Ich hatte meine Augen die ganze Zeit auf den Bärenmann gerichtet. Deshalb konnte ich genau sehen, wann der Pfeil direkt durch ihn hindurchschoss. Dieser Pfeil war aus dem Wald irgendwo hinter ihm gekommen und schoss knapp unter der Achsel durch das Kostüm hindurch und flog direkt weiter in meine Richtung. Ich hatte weder die Zeit noch die Reflexe, um auszuweichen. Das nächste, was ich wusste, war, dass ich angeschossen worden war. Ich fiel auf den Boden, während der Mann im Bärenkostüm die kaputte Stelle in seinem Kostüm packte und zurück in den Wald tanzte. Der Pfeil hatte sich tief in mein linkes Bein, ein paar Zentimeter über dem Knie, hineingebohrt, wobei der Schaft gerade noch so herausragte. Das war das Schmerzhafteste, was ich je erlebt hatte, und Adrenalin ist wahrscheinlich der einzige Grund, warum ich nicht direkt in einen Schock verfiel. Zwei Männer, welche von Kopf bis Fuß Tarnkleidung trugen und Jagdbögen in den Händen hielten, traten auf die Lichtung an der Stelle, an der der Bärenmann aufgetaucht war. Sie hatten beide grüne Tarnfarbe, die eher wie Kriegsbemalung aussah, über ihr ganzes Gesicht geschmiert. Der Dicke fluchte und schrie, als er hervortrat. Ich schrie, teils um ihre Aufmerksamkeit zu erregen, teils weil ich einfach nicht anders konnte. Oh shit! Schrie der Dünne. Haben wir dich erwischt? Er ließ seinen Bogen fallen und lief zu mir hinüber, während der Dicke seinen eigenen auf einen Tragegurt über die Schulter legte und langsam herkam, um sich uns anzuschließen. Wer zum Teufel bist du? Fragte der Dicke. Der Dünne zog ein Messer mit knapp 20 cm Klingenlänge aus der Scheide an seinem Gürtel und schnitt mein Hosenbein um die Wunde herum auf. Ich sah sie mir an und wünschte, ich hätte es nicht getan. Du hast mich angeschossen, schrie ich. Das war das Einzige, für das ich die nötige Kraft aufbringen konnte, außer einer langen Liste an Schimpfwörtern, die ich nicht für mich hätte behalten können, selbst wenn ich es versucht hätte. Der Dünne sah mich defensiv an. Nun, zum Teufel, Alter. Wir haben nicht mit den anderen Leuten hier draußen gerechnet. Der Bär wird jetzt entkommen, Junge, beschwerte sich der Fette. Denkst du, du kannst noch laufen? Ich habe nicht sofort geantwortet. Der Schaft des Pfeils zitterte im Rhythmus meines Pulses und ich wusste, dass er in meinem Oberschenkelknochen steckte. Der fette Mann kniete sich für einen genaueren Blick nieder und pfiff. Ja, der steckt da ordentlich drin. Ich schloss die Augen und versuchte mich auf etwas anderes als auf den Schmerz zu konzentrieren. Jeder Atemzug, jeder Herzschlag, jede mikroskopische Bewegung strahlte durch den Pfeil wie eine Antenne in die Wunde und die Nerven in meinen Bein. Meine Augen schossen auf und ich ließ einen Schrei los. Der Dicke hatte die Hand ausgestreckt und den Pfeil nahe der Wunde gepackt. Mit der anderen Hand griff er nach der Oberseite und brach den Schaft ab. Ich fiel auf meinen Rücken und starrte in den Himmel in der Hoffnung, dass mir der Schmerz helfen würde, das Bewusstsein zu verlieren. Da, sagte der Jäger. Jetzt müssen wir uns keine Sorgen mehr machen, dass sich der Scheiß überall verfängt. Ned, hilf mir, ihn zum Wagen zu bringen. Der andere, Ned, zog mich auf die Beine und zusammen gingen wir zurück in den Wald. Ich hatte je einen Arm über ihre Schultern gelegt und hielt mich fest, während mein kaputtes Bein mitgezogen wurde.
Nicht allzu weit im Wald kamen wir zu einem kleinen Pfad, den wir dann für fast einen Kilometer folgten, bevor wir ihre Quads erreichten. Ich erinnere mich nicht wirklich an die Fahrt zurück zu ihrem Wagen, aber ich erinnere mich, dass sie mir ins Gesicht geschlagen haben, als wir dort ankamen, um sicherzustellen, dass ich noch am Leben war. Habt ihr ihn gekriegt? Fragte eine fette Frau, die auf dem Fahrersitz des weißen Pickup-Trucks saß, welcher durch unzählige Schichten aus getrocknetem Schlamm inzwischen braun gefärbt war. Der fette Mann stieg von seinem Quad und antwortete: Nein, er ist entkommen. Ich hab ihn aber gestreift, prahlte Ned, als er von seinem Quad heruntersprang. Hat eine Blutspur hinterlassen. Vielleicht kriegen wir ihn noch. Du hältst die Klappe, Junge. Wir werden heute Abend nirgendwo mehr hingehen. Ich muss nach Hause, bevor die Sonne untergeht. Die Frau sah mich an und formte den Mund zu einem großen, zahnlosen Lächeln. Ihre leuchtend roten Wangen stachen gegen ihre blasse Haut heraus, als hätte sie schon ein paar Drinks zu viel intus. Oh, ihr habt trotzdem etwas mitgebracht. Der Dicke packte mich an den Haaren, zog mich vom Quad herunter und warf mich auf den Boden. Ich ließ einen weiteren Schrei los. Was zum Teufel ist mit euch los? Seid ihr verrückt? Das Ding da draußen ist kein Bär, ist ein Mensch. Und ihr Arschlöcher habt mich angeschossen. Ich muss in ein Krankenhaus, um Himmels Willen. Der fette Mann sah die Frau an und sagte: Ja, Ned hat ihn aus Versehen erwischt. Nun, dann ist das ja kein totaler Verlust. Warum lebt er noch? Sie sind leichter zu bewegen, wenn sie am Leben sind. Und sie schmecken besser, wenn sie Angst haben, bevor man sie erschlägt. Was? Ned ließ einen Schrei los und sprang auf mich, drückte mein Gesicht in den Boden und wühlte durch meine Taschen. Er schaffte es, mein Telefon, meine Brieftasche und meine Schlüssel herauszuziehen, bevor ich endlich etwas Dreck zu fassen bekam und ihn diesen in die Augen schlug. Er fiel von mir herunter und ich sprang hoch und lief in Richtung des Waldes, um mich in Sicherheit zu bringen. Ich hielt an. Wenn ich du wäre, würde ich hier bleiben. Ich hob meine Hände in die Luft und drehte mich langsam um zu sehen, wie der Fette mit einer Pistole aus nächster Nähe auf mich zielte. Sie war so nah, dass ich sie als eine Dan Wesson Specialist identifizieren konnte. Diese Jungs waren zum Sport mit dem Bogen jagen, aber klug genug, um für alle Fälle etwas Durchschlagenderes mitzubringen. Klüger als ich auf jeden Fall. Warum nicht? Ich bezweifle, dass es da draußen etwas Schlimmeres gibt als hier. Nun, da liegst du falsch. Ah! Gurrte die Frau aus dem Truck. Erschieß ihn, erschieß ihn! Halt die Klappe, Weib! Ich werde ihn nicht erschießen, nur weil du es sagst. Hey, also, sagte ich leise. Plötzlich schienen die Schmerzen in meinem Bein nicht mehr so schlimm zu sein. Lass uns kurz darüber reden. Du musst mich nicht töten. Ich habe keine Ahnung, wer du bist. Du kannst mich einfach hier lassen und wir können das alles vergessen. Ned streckte die Hand nach der Waffe aus und sagte: Lass mich! Du darfst das den Letzten erlegen. Der Dicke seufzte und übergab die Waffe. Schön, aber ziele vorsichtig. Ein Schuss, ein Treffer. Warte, rief ich. Ich weiß, wo der Bär ist. Ich kann euch zu ihm bringen. Er lügt, jammerte die fette Frau. Nein, tue ich nicht. Wir sind Freunde. Warum zum Teufel sollte ich sonst hier draußen mitten im Nirgendwo mit den Bären rumhängen? Ned gab dem fetten Mann einen Blick, der wohl und nu sagen sollte, und der fette Mann legte sein Gesicht in Falten, als er darüber nachdachte. Okay, sagte er schließlich. Bring uns zu ihm und dann lassen wir dich vielleicht gehen. Vielleicht. Eine Pistole, zwei Jagdmesser, zwei Bögen, ein Fallköcher. Ich habe mir jedes Szenario schnell durch den Kopf gehen lassen. Wie komme ich zu einer ihrer Waffen, ohne zuerst getötet zu werden? Wald, Quad, Truck. Gibt es einen realistischen Weg zu entkommen, ohne in den Rücken geschossen zu werden? Die Dinge sahen nicht gut aus, aber vorerst atmete ich noch. Es ist vermutlich schneller, wenn wir den Truck nehmen. Die Jäger waren schlauer, als ich mir gewünscht hätte. Der Dicke, ich schnappte auf, dass sein Name Paw war, packte mich auf den Rücksitz des Trucks neben Ned. Er warf alle Waffen, einschließlich der Messer, in die Ladefläche und kletterte mit uns nach hinten. Ich saß eingeklemmt zwischen Ned zu meiner Rechten und Paw zu meiner Linken in diesem kleinen Fahrzeug, das nach Scheiße roch. Es roch buchstäblich nach menschlichen Fäkalien. Die Sitze waren zerrissen und nass und ich sah ein paar kleine Kakerlaken vor uns davonlaufen. Nachdem Paw seine Tür zugeknallt hatte, sah mich ein kleines Gesicht vom Beifahrersitz aus an. Ein kleines Mädchen mit verfilzten blonden Haaren. Nicht älter als 10 Jahre. Sie lächelte und sagte: Wenn wir den hier essen? Wahrscheinlich, sagte die fette Frau, als sie den Motor anmachte. Wohin? Fragte Paw. Ich zeigte geradeaus. Hier hoch bis zur Hauptstraße und dann rechts. Und keine krummen Spielchen, warnte Paw. Wir fuhren auf die Hauptstraße und der Truck nahm langsam Fahrt auf, bis er etwa 50 km/h drauf hatte. Noch etwa 1,5 Kilometer geradeaus, sagte ich. Dann gibt's links einen Feldweg.
Es gibt da keinen Feldweg, quietschte die fette Frau mit hoher Stimme. Ich kenne diese Wälder wie meine Westentasche und erinnere mich nicht an irgendeinen Feldweg hier oben. Paul schlug mir hart in den Bauch. Findest du dich etwa lustig, Bursche? Es verschlug mir direkt den Atem und ich musste mich nach vorne lehnen, als sie alle anfingen, wahnsinnig zu lachen. Es gibt unter Fallenstellern den englischen Begriff Ring-Off, welcher etwas viel Schlimmeres beschreibt, als man vom Klang her annehmen würde. Für den Fall, dass ihr nicht mit dem Begriff vertraut seid, lasst mich kurz erklären. Jäger müssen ihre Fallen regelmäßig auf gefangene Beute überprüfen. Tun sie das nicht, dann setzt der Überlebensinstinkt der Tiere ein und sie versuchen sich auf die eine oder andere Art zu befreien. Die häufigste Form dieses Ring-Offs passiert, wenn ein Kojote, Luchs oder etwas anderes mit scharf genugen Zähnen das eigene Bein durchbeißt, um sich zu befreien. Es ist zwar nicht schön, aber besser als die Alternative, oder? In diesem Moment verstand ich genau, wie sich diese gefangenen Tiere fühlen mussten. Ich biss hart auf das freiliegende Stück des hölzernen Pfeilschafts, so hart, wie ich gerade noch aushalten konnte, und zog es so schnell wie möglich heraus. Zum zweiten Mal in nur wenigen Stunden erlebte ich das Schmerzhafteste, was ich je erlebt hatte. Aber jetzt war der Pfeil frei von meinem Bein und ich hatte eine Waffe. Ich spuckte die gebrochene Pfeilspitze in meine linke Hand und stach sie in Paws Hals und verwandelte sein Lachen in ein gedämpftes Gurgeln. Ah, Scheiße! Schrie Ned, als ich mich auf meinem Sitz herumschwang und den Fuß meines guten Beines mit so viel Kraft wie möglich gegen die Seite seines Gesichts schlug. Ich trat seinen Kopf in das Glas der Fensterscheibe, während ich die ganze Zeit an dem Pfeil festhielt, der noch in Paws Hals steckte. Das kleine Mädchen fing an zu schreien und die fette Frau drehte sich um zu sehen, worum es bei diesem ganzen Tumult ging. Ich drehte mich zu ihr um, dann bemerkte ich ihn. Vielleicht 50 Meter vor uns trat der Mann im Bärenkostüm aus dem Wald und überquerte die Straße. Ich schloss meine Augen und bereitete mich auf den Aufprall vor. Sie musste zurückgeblickt und den Bären gesehen haben, weil der Truck plötzlich einen großen Schlenker machte. Ganz so, als hätte sie versucht auszuweichen. Allerdings hatte sie dabei die Kontrolle über den Wagen verloren und so fingen wir an, uns zu überschlagen. Der Unfall klang wie eine Explosion. Es flogen Glasscherben und Blut um mich herum durch die Luft, während mein Kopf abwechselnd gegen das Dach, den Sitz und die Seitentür geschlagen wurde. Schließlich hörte die Welt auf, sich zu drehen und ich lag auf meinem Rücken mit Blut, das in meinen Augen brannte. Eine warme Hand griff unter mich und zog mich aus dem Wrack. Eine verdrehte Masse aus Körpern und Trümmern, durch das kalte, nasse Gras, durch einen Graben und ließ mich dann auf der Straße fallen. Ich wischte mir die Augen ab und sah zu den riesigen schwarzen Augenknöpfen des Mannes im Bärenkostüm auf. Er winkte mir zu. Dann machte er aufgeregt eine Daumen-Hoch-Geste mit beiden Händen, bevor er zurück zum Truck ging, den Bärenanzug einen Spalt öffnete und auf das ganze Wrack pisste. Danach machte er sich auf in den Wald und das war das Letzte, was ich von ihm gesehen habe. Was zum Teufel ist hier los? Ich habe im Anschluss den Truck überprüft. Die Fahrerin, Ned und Paul waren alle tot. Das kleine Mädchen war nirgendwo zu finden. Und im Fall, dass sie überlebt hatte, standen die Chancen auch nicht gut, sie zu finden. Die Waffen waren auch weg, wahrscheinlich beim Unfall herausgeschleudert. Und obwohl ich mich viel sicherer gefühlt hätte, war es nicht die Zeit wert, die es dauern würde, sie zu suchen. Ich baute einen provisorischen Verband aus meinem Hemdsärmel und wickelte ihn fest genug um mein Bein. Dann fand ich einen heruntergefallenen Ast lang und stark genug, um als Krücke zu dienen und machte mich auf den Weg in Richtung Tankstelle. Ich muss völlig zerstört ausgesehen haben, als ich dort ankam. Zerrissene Kleidung und mehrere blutende Wunden, aber nichts davon schien beim Kassierer hinterm Tresen auch nur das geringste Interesse oder Mitgefühl zu erzeugen. Er hatte nicht damit den Anstand, aus seinem verdammten Buch aufzuschauen. Ich ging zu ihm hinüber, klopfte auf den Tresen und zog so schließlich seine Aufmerksamkeit auf mich. Ich weiß nicht, was es braucht, um diesen Kerl zu beeindrucken, aber der Anblick von mir auf der Schwelle zum Tod war es mit Sicherheit nicht. Ich muss telefonieren. Er klopfte auf ein kleines Pappschild, das auf dem Tresen stand. Im studrigen schwarzen Filzstift stand dort: Wenn Sie das Telefon im Laden benutzen wollen, kostet es 25 Cent pro Minute. Bitte bezahlen Sie im Voraus, keine Ausnahmen. Ich griff nach meiner Brieftasche, nur um mich daran zu erinnern, dass ich sie nicht mehr hatte. Ned hatte sie mir abgenommen und irgendwo im Wald liegen gelassen. Schau, Arschloch. Hier geht's um Leben oder Tod. Es gab einen Unfall, ich muss sofort den Sheriff anrufen. Der Angestellte drehte das Pappschild auf die andere Seite, wo jemand geschrieben hatte: Keine Ausnahmen bedeuten keine Ausnahmen. Nicht einmal, wenn es um Leben oder Tod geht. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Management. Unter normalen Umständen hätte ich zu einer gewalttätigen Lösung gegriffen, aber in diesem Moment fing ich an, mich leicht benommen zu fühlen. Und das nächste, was ich wusste, war, dass ich in einer Hängematte schwang und dass meine Nägel lackiert waren. Wo zum Teufel bin ich? Ich wiederholte die Frage an Jerry. Du bist in der Vorratskammer der Tankstelle. Warum? Weil sich die Kunden beschwert haben, dass sie nicht jedes Mal, wenn sie etwas kaufen wollen, über dich stolpern wollen. Aber keine Sorge,
Ich habe bereits den Deputy angerufen, der uns babysittet. Sie ist direkt auf dem Weg hierher, um mich zu verhaften. Oder so. In der Zwischenzeit, hat Jack gesagt, kannst du dir eine Seite alten Krücken leihen.